Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute haben wir den 20. April und heute Geburtstag hat Felix Baumgartner. Felix Baumgartner kennt man, weil er aus dem Weltall gesprungen ist. Richtig. Wieder zurück zur Erde. Genau. Hat irgendwo in der Wüste so ein Riesennetz aufgespannt, ja, hoch im Weltall, springt da raus. Ne, so sah das Ganze aus. Ja. Interessant fand ich, dass zwei Tage vorher noch den Versuch abgebrochen haben, weil es windig war. Ja. Also ich fliege hoch ins Weltall, springe aus dem Weltall auf die Erde runter und sage, nee, heute ist mir zu windig. Ja. Nee. Ja gut. Ne? Also du hast, glaube ich, zu wenig Hintergrundinformationen, als dass du dich darüber lustig machen könntest. Hintergrundinformationen habe ich aber über den 20. April 1972. 72? 72, da ist die Apollo 16-Mission auf dem Mond gelandet. Ah. Was war die erste Apollo-Mission? Mission? Die erste Apollo 1. Nee, 11. Apollo 11. 19, also die erste Mondmission, ja. So muss man es ja sagen, genau. Apollo 11, ja. Apollo 11, 1969 auf dem Mond gelandet, das erste Mal. Apollo 16 war dann eine Nachfolgeveranstaltung von Mondlandung. Ja, ich verstehe. Hier hat man dann mit John Young und Charles Duke verschiedene technische Gerätschaften auf dem Mond platziert. Aus Forschungszwecken, so zum Beispiel Sonnenlichtkollektoren und all möglichen Messgeräte und so ein Kram. Ja. Musst du dir vorstellen, also wenn du heute auf dem Mond oben wärst, da steht ein Schrott rum, was sie da gelassen haben. Ja. Ja. All möglichen Mist da gelassen. Ja. Kannst du dich bedanken bei John Young und Charles Duke, die 1972 gelandet sind. John und Charles, danke. Dankeschön. Super, Vielen Dank. Also richtig ja. Gut gemacht. Toll gemacht. Ja. Und am 20. April 1992 wurde Jörg Rotzkopf ja, wurde erster deutscher Europameister im Tischtennis. Im Tischtennis, da ist er. Ja, ja, das habe ich, mir den ganzen Schluff hier in die Nase gezogen. Warte mal. Jörg Rotzkopf. Am 20. Rotzkopf. April ist auch der internationale Kiffertag. Ja, passt ja jetzt. Ja, so, ne? Ja genau. Hm? Ja, und das ist hier die Vorsitzende. Genau, des internationalen Kiffertages. Ausgerufen durch Marihuana-Liebhaber an amerikanischen Universitätsstädten. Ja? Und nach der amerikanischen Datumsschreibweise, da wird ja mal erst Monat und dann Tag. Ja. Ja? Und diese üblichen Kifferpartys fingen um 4.20 Uhr an. Also wird der auch als 420 Day genannt. Um 4 Uhr? April. Wieso 4.20 Uhr? Das war üblich, diese Kifferparty. Ach so, wegen 20. April, genau. Jetzt 4.20 Uhr, ich verstehe. Ist der, jetzt gerade. Einfach unter den Jungs- und Mädels-Kiffer-Szene sagen sie. 420. 420 Day. Yeah. Okay. So. Ja, das Wissen könnt ihr jetzt mit raustragen und könnt ihr damit angeben, heute Abend vielleicht in der Theke oder irgendwo auf der Couch. Ja, wenn Kifferparty, wo ihr halt so abhängt. Ja, genau. Wo ihr halt seid, ne? Ist klar. 420, ihr wisst ja Bescheid. Genau. Und wir sehen uns morgen wieder bei Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Cheerio, Miss Sophie.